Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Mega Man 5 in der Mega Man Legacy Collection. Und wir werden jetzt ein wenig, oder zumindest ich werde jetzt ein wenig verzweifeln. Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier zu tun ist. Und das Ding macht mir Angst. Ah ja, okay, ich habe verstanden, wie du funktionierst. Glaube ich zumindest. Das ist ja noch einfach. Noch machbar, glaube ich. Hoffe ich. Nein! Das geht schief. Missgeburt. Das geht schief. Ich sag noch, das ist einfach. Och, come on. Mach einfach hier hüpf, 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 hüpf. Entscheide dich, wo du runter willst. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit hier. Zack. Ja, ich glaube, das hier ist am besten. Yikes. Okay, das war dann jetzt doch nicht so gut. Okay, wir haben ein bisschen Schaden eingesteckt, aber bis jetzt vergesse ich auch jedes Mal. Mega Man kann rutschen. Das vermisse ich ja im Gegensatz zu den Mega Man X-Spielen so ein bisschen. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich. Entschuldigung, da muss ich das Mikro mal ein bisschen bewegen. In die letzte Kammer zum Endboss. Wo ich jetzt wieder kräftig aufs Maul kriegen werde. Das wäre nichts Neues. So, was er. Ach komm. Energie ist gut, wie sieht es eigentlich hier aus? Okay, auch noch ganz gut. Ich habe noch zwei Energietanks. Das wollte ich sagen, war doof, nichts gespeichert zu haben. Und dann noch daneben zu ballern. Ach komm. Kannst nicht mal! Oh ja, klar, sonst noch Wünsche. Nein. Okay. Natürlich! Sonst noch was? Ja! Okay. Treffen lassen ist doof. Bälle sind auch doof. Och, komm schon! Okay, wir müssen erstmal wieder aus... doppelt laden. Laden macht lustig. Damit kann ich ihn, glaube ich, nicht treffen. Ja. Warum lade ich eigentlich gerade? Ich hatte noch ein bisschen Energie. Wir speichern mal hier. So. Gyro Attack. Okay, die bringt nichts. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Okay, ja und... Das war natürlich wieder der falsche Knopf. Napalmbomb. Okay, die bringen alle aber nicht, jetzt nicht. Jetzt nicht so. Wenn es damit wäre, wäre es doof, weil mit der Waffe haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, bringt 0. Hier haben wir rausgefunden, das bringt genauso wenig. Das hätte ich mir sparen können. Survival Evolved.
Oh, ja, hab ich ja lange nicht mehr gebracht. So. Im Endeffekt. Bin ich, glaube ich, mit dem Charge Shot noch am besten dran. Man muss hier einfach nur versuchen zu überleben. Was war das? Okay. Das Schlimme ist, ich weiß halt nicht, was danach noch kommt. Deswegen möchte ich eigentlich so wenig wie möglich Ressourcen verballern. Aber mir bleibt keine andere Wahl. Ansonsten sehe ich hier ziemlich schwarz und das gefällt mir auch gar nicht. Na gut, für den wahrscheinlich dann letzten Kampf haben wir dann noch einen, wenn das jetzt gut läuft. Oder auch nicht. Das war's garantiert noch nicht. Das ist doch der Grund, warum ich jetzt noch nicht lade. Ich will eigentlich erstmal gucken. Okay. Sieht jetzt noch nicht so schlimm aus. Darum treffe ich den nie im Leben. Weswegen ich jetzt die Befürchtung habe, der Steinschuss könnte hier vielleicht ganz praktisch sein. Ich möchte mir... Ich hab's gewusst. Ah. Sag mal, habe ich die Befürchtung, muss ich jetzt Sekunden zählen oder was wäre am einfachsten? Uch. Dich war ich fucking gleich. Nein. Nein. Okay. Ich muss einfach hier ein wenig vorsichtiger sein. Das ist aber leichter gesagt als getan. Oh, ich liebe es doch schon wieder. So, jetzt kommt ein Ball, war mir klar. Der erwischt mich trotzdem. Alter! Miesgeburt! Ja, ich weiß, ich werf schon wieder mit schlimmen Wörtern um mich. So ein paar langsame Bälle, ey. Ich krieg den nicht ausgewichen, ey. Komm, ich hatte doch eben noch Hoffnung auf ein bisschen mehr Energie, ey. Und das Schlimmste daran ist, entweder versau ich's jetzt ganz oder auch nicht. Der ist mir zu einfach, um wirklich das der allerletzte. Sein. Wobei ganz so einfach ist er ja auch nicht. Alter, komm schon! Er macht aber extrem Damage, merke ich gerade. Thank you.
Oh, come on. Okay, nach dem ersten Treffer. Heißt's hier am besten gleich. Ja, komm. Wow. Weißt du was, ich probiere einfach mal was. Ja. Okay, so viel zum Thema, ich probiere mal was. Ey, kommst du auch mal wieder runter? Von deinem Höhenflug. Oh mein Gott, ich habe mal getroffen. Was passiert eigentlich, wenn ich stehen bleibe? Dann erscheint er nicht genau über mir. Oder dann, wenn das... Zack, und jetzt rennen wir weg. Okay, Theorie stimmt nicht ganz leider. Aber ich habe schon mal eine grobe Richtung. Bing. So, sobald die weg sind, zack, laufe ich los. Und hab dann eigentlich immer gute Karten. Ja. Einzige Problem an der Geschichte ist, das war zu früh. Alter. Es sei denn, er erscheint natürlich genau da, wo ich bin. Ist er da erschienen? Oder ist das jetzt ja erschienen? Da? Ach, komm schon. Hab ich denn nicht irgendwas, was ich nach oben feuern kann? Ja, hab ich. Probieren wir es damit. Na, wirklich ein Erfolg bringt das jetzt auch nicht. Und vor allem, bis ich da bin, ist Feierabend. Ich muss das versuchen. Ich bin gleich wieder dort. Oh mein Gott, ich habe mal getroffen. Okay, erscheint aber doch recht willkürlich. Ob das jetzt so gut ist? Das war der falsche Knopf. Komm schon! Verdammt. Nicht nachgedacht. Die bringt nichts. Vielleicht kann ich damit was abwehren. Obwohl, das ist gut zum Abwehren. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und wie immer sage ich danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.